Hallo und willkommen zum Video. Ich habe heute einen Tag für euch. Es ist Tag Time. Und zwar mache ich das mal anders, als ich das sonst mache. Ich habe nämlich keine Zettelchen hier vor mir. Ich habe nur diese Fragen als Screenshot. Und ich habe diese Fragen nicht vorbereitet. Wir machen das nämlich heute mal als intuitiven Rapid Fire Tag. Das heißt also, ich antworte intuitiv auf die Fragen, ohne dass ich mir vorher mega Gedanken gemacht habe. Ich habe die Fragen auch erst einmal gesehen, weil ich diesen Tag von Andrea Wintermädchen gerade stehle. Und zwar ist das der The Answers Can't Be Books Tag, beziehungsweise sie hat ihn keine Bücher Tag genannt, eingedeutscht. Ich habe den bei ihr gesehen und es hat super Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und das ist so ein bisschen etwas, was mich an den Tag von früher erinnert hat. Der hieß, glaube ich, Five Facts About Me Tag oder Booktuber Behind Tag. An sowas erinnert mich das, weil das so ein bisschen in die Richtung Get to Know Me geht. Also es sind natürlich Dinge, die logischerweise, wenn The Answers Can't Be Books Tag, der Tag ist etwas, was nicht mit Büchern zu tun hat. Das heißt also, ihr lernt etwas über mich kennen, was nicht mit Büchern zu tun hat. Ich fand das super lustig, bei Andrea zu sehen. Mir hat es super Spaß gemacht, bei ihr zuzugucken. Und ich habe tatsächlich mich wahnsinnig gefreut, dass wir einige Gemeinsamkeiten hatten, über die ich mir vorher noch gar nicht bewusst war. Auch wenn ich mit Andrea sogar schon mal einen Buddy-Read hatte. Das heißt also, ja, man kann den Leuten im wahrsten Sinne nur vor den Kopf gucken oder vor die Videos gucken und weiß gar nicht, was für eine Person sitzt dahinter. Darum rede ich jetzt gar nicht mehr lange und wir fangen mal an. Die Frage 1 ist, was ist etwas, wovon du viel zu viel besitzt, abgesehen von Büchern? Das ist echt schwierig. Also ich habe nicht eine Sache, die ich viel zu viel besitze. Ich finde sogar tatsächlich, dass ich für einen Booktuber oder Buchblogger oder einfach ein buchliebenden Menschen wenig Bücher habe. Also ich habe gar nicht so viele Bücher. Ich glaube, in meinem Regal sind 112 Bücher insgesamt. Das ist der Sub und die gelesenen Bücher, die ich im Regal habe, zusammen. Deswegen zu viele Bücher habe ich, glaube ich, nicht. Aber es gibt tatsächlich keine andere Sache, die ich so viel habe wie Bücher. Andererseits ist es so, dass ich, wenn ich alles zusammennehme, was ich habe, insgesamt zu viel habe. So würde ich das definieren. Also wir haben einige Pflanzen. Was ich mir sehr, sehr wünsche, ist ein Aquarium. Dann hätte man natürlich auch noch Aquariumpflanzen, wenn man das zu Pflanzen zählen möchte. Die Bepflanzung darin. Das heißt also, ich habe einiges an Pflanzen oder Pläne für Pflanzen. Wenn man das Aquarium als Plan sieht und da Pflanzen reinkommen, lassen wir das mal so stehen. Dann habe ich natürlich, ihr seht das im Hintergrund auch immer, was von den Puppen. Ich habe so ein bisschen Schnickschnack, ich habe Duftlampen, also Candles und Waxmelts. Und wenn man das alles zusammennimmt, ist das schon relativ viel, würde ich sagen. Deswegen wäre meine Antwort, glaube ich, eher so Krimskrams-Sachen. Also alles zusammengenommen ist ein bisschen viel. Ich wünschte an dieser Stelle, ich könnte mit Geld antworten. Das geht leider nicht. Wer hätte denn nicht gerne mehr davon? Aber naja, schade. Geld ist es nicht. Frage 2. Was ist etwas, was du zum Spaß tust, was nicht Buchlesen ist? Was ich zum Spaß tue, was nicht Lesen ist? Ich habe so unterschiedliche Phasen, ne? Also mal lese ich nur tatsächlich und dann habe ich Phasen, da komme ich gerade auch so ein bisschen wieder rein. Da spiele ich tatsächlich gerne am Computer. Dann habe ich Phasen, da gucke ich total gerne zu, wenn jemand spielt. Also ich mag es total, auf dem Sofa zu sitzen und entweder zu lesen oder etwas anderes zu tun. Wenn mein Freund etwas spielt, auf der PlayStation zum Beispiel, und ich dabei zugucken kann, also ich schaue tatsächlich gerne zu, wobei ich Let's Plays im Internet nicht mag, also ist auch immer sehr spielabhängig, aber es macht mir schon Spaß, dabei auf dem Sofa zu sitzen und zuzuschauen, dann gucke ich total gerne YouTube-Videos und das kommt, glaube ich, auch gleich irgendwie nochmal mit, was ich konsumiere außer Buchsachen. Deswegen warten wir damit noch ein bisschen und ansonsten mache ich gerne so kreative Sachen. Also ich bin leider, leider kreativtechnisch sehr untalentiert, aber ich male sehr gerne, ich bastle sehr gerne. Ich habe diesen Sommer ja an einer Decke gestickt, also das war schon vorgemalt und ich habe halt gestickt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das sind so Dinge, die ich wirklich gerne mache und gerne tue und das ist auch alles nicht Buch lesen. Also YouTube gucken, spielen, beim Spielen zugucken und ja, so kreative Sachen, würde ich sagen,
sind Hobbys außerhalb des Buchlesens. Ich gehe aber tatsächlich auch gerne raus. Aktuell ist das Wetter leider nicht dementsprechend, aber prinzipiell gehe ich sehr, sehr gerne raus. Die dritte Frage bezieht sich auf den Nachttisch. Und die Frage ist, was ist etwas besonders Wichtiges auf deinem Nachttisch, was kein Buch ist? Ich habe immer mein Tablet am Nachttisch, weil ich sehr, sehr gerne abends wirklich direkt vorm Schlafen gehen gerne noch irgendwie was auf YouTube gucke, was kein BookTube ist. Also ich gucke dann tatsächlich eher so Atmosphäre-Videos, die nicht viel mit Sprache sind, auch nicht so viel mit irgendwie Bling-Bling-Eindrücken, sondern eher sehr stimmungsvoll. Das gucke ich gerne abends tatsächlich noch. Deswegen habe ich oft mein Tablet irgendwie mit am Bett, aber ich versuche das sehr, sehr reduziert zu benutzen. Also ich gehe jetzt nicht ins Bett mit dem Tablet und nehme mir vor, irgendwie noch 3 Stunden im Bett mit dem Tablet rumzuliegen. Das mache ich tatsächlich nicht, sondern ich gehe meistens ins Bett wirklich mit der Intention, ich gehe jetzt auch schlafen, weil das für mich ist das Schlafzimmer. Und wenn ich da etwas mache, dann sehr, sehr reduziert. Also ich gucke tatsächlich auf dem Tablet sehr reduziert. Ich lese auch im Bett sehr reduziert. Das Einzige, was ich dann mache im Bett am Wochenende, ist morgens, wenn ich irgendwie den Luxus habe. Ich kann liegen bleiben, auch wenn ich wach bin, dann schon eher mal. Aber abends ist da der Konsum sehr, sehr reduziert. Was ich aber immer am Bett habe, ist was zu trinken. Also ich habe immer Wasser am Bett. Und was auch auf meinem Bett liegt, ist ganz klischeemäßig irgendwie ein Notizblock. Tatsächlich weiß ich gar nicht, warum der da liegt. Der liegt in der ersten Nachttischschublade. Und da wurde er seit Ewigkeiten nicht wegbewegt. Da liegt er immer noch. Aber den benutze ich eigentlich nicht wirklich. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum ich den da liegen habe. Vielleicht habe ich mal gedacht, mir kommen abends gute Ideen und ich schreibe sie mir auf. Aber bisher ist das nicht passiert. Also darf tatsächlich nicht fehlen mein Wasser, wenn ich Kopfschmerzen habe, mein Kopfschmerzmedikament. Und was auch nicht fehlen darf, meistens tatsächlich ist irgendwie das Tablet. Also ich nehme das schon mit, auch wenn ich es dann oft nicht benutze. Die Frage viertens ist sehr interessant, weil ich die super merkwürdig finde und das sowieso für mich ein Diskussionsthema ist. Und die Frage gebe ich auch direkt an euch. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir die Frage in diesen Kommentaren beantwortet, weil ich gerne wissen würde, ob es nur mir so geht. Und zwar heißt die Frage, was kaufst du in einer Buchhandlung außer Bücher? Und ich frage mich immer wieder, warum gibt es in Buchhandlungen Dinge, die nichts mit Büchern zu tun haben? Warum? Die Frage gebe ich auch mal an euch. Was kauft ihr da außer Bücher? Tatsächlich kaufe ich nichts in einer Buchhandlung außer Bücher. Ich habe ganz, 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 ganz früher für mein Zimmer damals, das weiß ich noch, manchmal Kalender, also so Wandkalender, in einer Buchhandlung gekauft. Das schon. Und wir haben auch mal hier bei uns in der Stadt in einer größeren Buchhandlung ein Exit Game gekauft, was wir zum Geburtstag jemandem geschenkt haben. Aber ansonsten, eigentlich gehe ich auch an diesen Abteilungen immer vorbei, weil ich gehe in eine Buchhandlung, weil ich über Bücher mich informieren möchte, weil ich Bücher sehen möchte und nicht, keine Ahnung was, anderes als Bücher, Kaugummis oder so. Also weiß ich nicht, brauche ich nicht. Spieleabteilung, ja, ich weiß, es macht schon Sinn, ja, dass da Spiele sind, weil viele Kinder dann natürlich auch ne, die Spiele toll finden. Und es ist mittlerweile ja auch eine eingefahrene Abteilung, sage ich mal. Diese Spieleabteilung, das hat sicherlich seine Daseinsberechtigung, aber ich persönlich benutze das überhaupt nicht und ich bräuchte das auch nicht. Ich kaufe in einer Buchhandlung eher Bücher. Ja. Die fünfte Frage bezieht sich auf Geschenke, die ich bekommen habe. Ich kriege gerne Geschenke. Hier steht, was ist ein lustiges Geschenk, das du erhalten hast, das kein Buch oder Geschenkgutschein für ein Buch war? Lustiges Geschenk. Also ich habe zum Beispiel dieses Armband hier geschenkt bekommen. Das ist so ein rosé-goldenes Armband mit so einem Herz. Ne? Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. Das habe ich geschenkt bekommen, aber das ist ja kein lustiges Geschenk. Das ist ein Geschenk, was ich sehr liebe, aber es ist nicht lustig. Dann habe ich häufiger Dinge geschenkt bekommen, die keine Bücher sind, aber ich würde da jetzt keins als lustig definieren. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig.
lustiges Geschenk. Das ist jetzt der Nachteil daran, dass man das jetzt ohne Vorbereitung macht, weil jetzt muss ich nämlich echt überlegen. Lustiges Geschenk. Also ich habe tatsächlich mal von meiner Mutter was sehr Witziges gesagt bekommen, beziehungsweise ich fand es irgendwie witzig, ich glaube sie nicht. Und zwar bin ich damals ausgezogen nach Düsseldorf, also ein Stück weit weg von zu Hause zum Studieren. Und ich habe meine Familie zwischendurch besucht, damals zum Glück noch häufiger, als es jetzt leider der Fall ist in der aktuellen Zeit. Und ich bin nach Hause gefahren und meine Mutter hatte irgendwie den Eindruck, ich habe abgenommen. Und das hatte ich aber nicht, also nicht bewusst zumindest. Und ich meine, gut, so plus minus 5 Kilo habe ich immer mal, das ist aber normal. Und vielleicht war das gerade eine Phase, wo es irgendwie minus 5 Kilo waren. Und vorher hat sie mich in einer Phase bei plus 5 Kilo gesehen. Auf jeden Fall hatte sie den Eindruck, ich habe irgendwie stark abgenommen. Und das fand ich sehr merkwürdig, weil ich immer noch die gleichen Klamotten trage. Und dann gab sie mir auf dem Rückweg nach Hause 2 Packungen Nutella mit. Mit der Begründung, die habe ich ja als Jugendliche gerne gegessen. Und die täte mir im Moment ganz gut. Also kalorien- und zuckerbedingt. Ja, das fand ich tatsächlich witzig. Aber das ist jetzt kein Geschenk, was man irgendwie sich ausgedacht hat und jemandem zum Geburtstag schenkt. Das war eher so aus dem Affekt heraus und ich fand das tatsächlich sehr witzig. Ich habe mich da, glaube ich, noch wochenlang drüber kringelig gelacht und ja, ich mag Nutella, aber auch das sind Phasen bei mir und es gibt halt Phasen von einem Dreivierteljahr, da rühre ich kein Nutella-Glas an. Ja, das war lustig. Aber ansonsten, ich habe einiges an Kerzen geschenkt bekommen, schon teilweise auch zu Weihnachten. Ich habe Sachen geschenkt bekommen zum Tee, die ich sehr liebe. Also ich habe teilweise noch eine Teekanne, die ich mal geschenkt bekommen habe, die ich sehr liebe. Aber das sind alles keine lustigen Geschenke. Lustig war tatsächlich, glaube ich, eher die Nutella. Genau, die Frage 6 ist jetzt die, auf die ich vorhin angespielt habe. Und auch das interessiert mich bei euch. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, welche YouTube-Kanäle außer BookTube ihr guckt, was ist noch euer Interesse? Guckt ihr gerne kreative Sachen, ruhige Sachen, Musiksachen? Das interessiert mich total. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was euch da draußen so interessiert. Denn Frage 6 lautet, welchen YouTube-Kanal schaust du, der nichts mit Büchern zu tun hat? Und tatsächlich sind das eine Menge. Einen kenne ich, da weiß ich auch, wie der heißt, weil ich da heute auch schon ein Video von vorgeschlagen bekommen habe. Und zwar heißt der Marion's Kitchen. Oder Marion's Kitchen. Das ist ein englischsprachiger Kochkanal, Kitchen, wer hätte es gedacht. Und ich gucke tatsächlich sehr gerne Kochvideos. Ich koche und backe auch sehr gerne. Und von daher ist das ein Kanal, der mich sehr interessiert. Da ist vieles auch so asiatisch angehaucht und ich liebe asiatisches Essen. Von daher ist das ein Kanal, den ich sehr mag. Da kann man jetzt halten, von was man will. Es gibt so viele Kochkanäle wie Sand am Meer. Der fällt mir gerade ein, weil ich den gerade präsent im Kopf habe. Aber generell gucke ich gerne was mit Kochen und Backen. Ich glaube, es gibt noch, wie heißt der Kanal? Cupcake Gemma oder so. Die habe ich früher sehr, sehr gerne geguckt, als sie noch kleiner war. Mittlerweile ist das so richtig in einer, ich glaube, Meisterküche oder so. Und teilweise sind das auch Sachen, die nicht mal eben so handelsüblich zu Hause sind. Und das finde ich dann wieder blöd, weil ich will dann schon auch was kochen oder was sehen, was mich dann inspiriert zu kochen. Deswegen hat das sehr abgenommen. Aber früher habe ich die gerne geguckt, diesen Kanal. Und ansonsten gucke ich tatsächlich sehr gerne so Malvideos, ne? Also Speedpaintings, besonders zu Studio Ghibli. Acrylpaintings gucke ich sehr gerne. Das beruhigt mich immer total, wenn es entweder mit Musik unterlegt ist oder sogar erklärt. Also es gibt auch diese Realtime-Painting-Kanäle, wo wirklich jemand auf einer Leinwand 2,5 Stunden geht dann dieses Video und in diesen 2,5 Stunden wird halt dieses Bild gemalt und der Maler oder die Künstlerin erklären dann halt, warum sie welchen Pinsel und welche Farbe genommen haben und wie sie die Farben mischen. Das interessiert mich tatsächlich sehr. Der Entstehungsprozess interessiert mich total. Also das macht mir total Spaß, das beruhigt mich, dabei kann ich richtig relaxen. Das gucke ich sehr gerne. Und was ich auch gerne gucke, und da musste ich total grinsen, als ich das Video von Andrea gesehen habe, weil sie hat das auch gesagt. Sie schaut total gerne diese Stimmungsatmosphäre
Vlogs. Also das sind Vlogs, wo man teilweise, das ist, sind meistens Frauen, die das machen. Gibt auch einige Männer, die ihr Gesicht gar nicht zeigen und die auch gar nicht sprechen. Also man sieht die Person meistens irgendwie nur so von hier abwärts. Und sie filmen sich halt in ihrem Alltag, ne? Also wie sie kochen, ihre Morgenroutine abends, wie sie einkaufen gehen, wie sie durch die Stadt gehen. Und halt so ein, eigentlich so ein Daily Vlog. Und sowas interessiert mich auch total. Also ich kann das gar nicht beschreiben, wieso. Also dieses visuelle Gefallen einer Person ist halt nicht da, weil man sieht das Gesicht nicht. Und das finde ich auch sehr spannend, dass mich etwas fesselt, einfach aufgrund des Inhaltes und nicht aufgrund, weil sich eine Person irgendwie herausstellt, weil das tun diese Personen in dem Fall gar nicht. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß und das ist dann oft irgendwie ja, mit Musik untermalt. Also ich gucke tatsächlich gerne außerhalb von BookTube, also BookTube gucke ich auch gerne, aber ich gucke außerhalb von BookTube total gerne Kreativ- und Malsachen. Dann gucke ich total gerne so Kochsachen. Es gibt auch so einen... Oh, wie heißt der Kanal? Imamu Bento, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Das ist eine, ein Kanal von einer Frau, die für ihren Mann morgens immer die Bento-Boxen kocht. Und das finde ich auch richtig, richtig cool. Wir sind wieder in der asiatischen Küche. Und dann gibt es eben diese No-Talking-Daily-Vlogs, würde ich das jetzt einfach mal benennen. Die machen mir auch sehr Spaß. Und ein Kanal, den ich nicht aussprechen kann, ich werde euch das Ganze mal in unserer Schrift in die Infobox stecken, denn ich gucke sehr, sehr viele japanische Kanäle tatsächlich und die sind auch nicht übersetzt auf Deutsch, sondern maximal sind da englische Untertitel, aber meistens sogar selbst nur japanische Untertitel. Deswegen kann ich das jetzt hier nicht aussprechen und euch auch nicht hinschreiben, aber ich kann mal versuchen, euch einen Kanal zu umschreiben, der behandelt ein Paar, das sich irgendwie ein altes Haus und Land in Japan gekauft hat und das war total zugewuchert und das Haus auch irgendwie ja total verkommen und die rüsten das jetzt neu auf, also die renovieren das nicht nur, sondern die restaurieren das richtig und machen da Wände neu und legen den Garten neu an und müssen da irgendwelche Wege neu verlegen und das interessiert mich auch total, obwohl ich handwerklich eigentlich überhaupt nicht begabt bin, aber das gucke ich super, super gerne und ich freue mich jedes Mal wie ein Kleinkind, wenn eine neue Folge kommt. Oh Mann, das klingt so, als hätte ich keine Hobbys. Aber das ist ja mein Hobby, das zu gucken, ne? Ja, ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich da ein neues Video sehe und ja, da gucken kann. Und ich bin ja jetzt nicht so gut in Japanisch, dass ich das alles lesen und verstehen könnte. Aber es macht mir dennoch Spaß, dem zu folgen. Und tatsächlich kenne ich ein paar japanische Zeichen, nicht viele, aber ein paar und ein paar Worte. Und ich freue mich auch immer wie Wolle, wenn ich da irgendwie ein Wort wieder erkenne oder lesen kann. Das macht mich auch richtig, richtig happy. Also das motiviert mich dann noch zusätzlich an dem Content. Ein weiterer Kanal von einer Familie, die in Deutschland lebt, aber ich glaube vietnamesisch-stämmisch ist, stämmig. Ein weiterer Kanal von einer Frau, die in Deutschland lebt, aber glaube ich vietnamesisch stämmig ist und ihre Familie kommt auch, also ihr Mann kommt auch aus Vietnam, glaube ich, und die führen diesen Kanal auf Englisch. Also drei verschiedene Sachen, aber die Familie wohnt eben in Deutschland und das wird auch in ihren Vlogs ersichtlich und die macht auch so Vlogs, wo eigentlich keine Sprache drin vorkommt und die hat so verschiedene Themen, die sie ja, zu jeder Vlog hat sozusagen ein Oberthema und die macht das filmisch einfach so, so, so schön und so stimmungsvoll und die Musik, die sie untermalt, gerade in der neueren Zeit, ist meistens nicht so mein Geschmack, deswegen gucke ich die oft fast sogar ohne Ton, aber die Vlogs machen mir total Spaß und zwar heißt der Kanal Her 86 Square Meters, also Her 86 und dann hoch 2, ne? Also Square Meters, Quadratmeter. Den Kanal verlinke ich euch unten mal in der Infobox. Da könnt ihr gerne vorbeigucken. Die finde ich nämlich wirklich, wirklich cool. Und dann kenne ich auch noch den Kanal, den gucke ich aber nicht so viel, den Andrea Wintermädchen genannt hat. Und zwar Two Hearts, One Soul. Soul nicht für Seele, sondern Soul als Seoul, die Hauptstadt von Südkorea.
Und bei Two Hearts, One Soul ist es eben auch so, dass es ein Pärchen ist, das lebt in Seoul und die nehmen halt einen auch im Alltag mit, den sie halt in dieser Großstadt erleben. Das macht auch sehr viel Spaß, aber den Kanal habe ich tatsächlich noch gar nicht so oft geguckt. Ja, das war es auch eigentlich mit Kanälen. Das waren jetzt ja auch einige. Die nächste Frage wäre eigentlich, jemanden zu taggen. Und da ist jetzt die Frage, bei wem interessiere ich mich denn für Dinge außerhalb von Büchern? Beziehungsweise über wen weiß ich nichts außerhalb von Büchern? Und da möchte ich auf jeden Fall gerne die Fabienne vom Kanal Japan Connect taggen. Ich mag sie unfassbar gerne. Ich bin gerade dabei, sie kennenzulernen und ich glaube, sie hat unfassbar coole Antworten auf diese Fragen. Dann möchte ich gerne den Ingo nicht taggen, weil ich ihn immer tagge und ich über Ingo sehr viel weiß. Aber Ingo, du darfst dich natürlich trotzdem getaggt fühlen. Wen ich noch taggen möchte, ist auf jeden Fall Robert Corvus, weil ich mal gehört habe, dass mir ein Vögelchen gezwitschert hat, dass Robert Corvus sich über getaggt werden sehr freut. Deswegen, Robert Corvus, du bist an dieser Stelle getaggt und ich freue mich auf deine Antworten. Was du denn so magst, was nichts mit Büchern zu tun hat. Und bei wem mich das auch noch interessiert, ist die Steffi vom Buchschnack, weil ich die Steffi unfassbar inspirierend finde als Person und sie jetzt ja auch in letzter Zeit so ein bisschen was erzählt hat über Malen und im Sommer hatte sie ja auch so ein bisschen was da erzählt, wie sie da ihren Balkon hat und sie hat ja auch zwei super coole flauschige Katzen, die glaube ich richtig viel Arbeit machen. Und ich glaube, die Steffi ist demnach auch eine sehr, sehr vielseitige Person und auch da freue ich mich, ein bisschen mehr über die Steffi zu erfahren. Also, Robert Corvus, Steffi vom Buchschnack, Japan Connect und Ingo, wenn du Bock hast. Das wären, glaube ich, die Vertext, die ich jetzt verteilen würde. Ansonsten dürft ihr euch natürlich alle gerne getaggt fühlen. Ich freue mich auch auf Antworten in den Kommentaren. Und das war's dann jetzt von mir mit meinem Rapid Fire Tag, der nicht vorbereitet war. Ich bin gespannt, wie sehr ich den Kopf beim Schneiden schütteln werde. Aber das war es jetzt soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und fürs Einschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.